Welcome to the Star Wars Show Germany. Willkommen zur Star Wars Show Deutsch. Deutsch, naja, es bleibt ein amerikanisches Produkt, fertig aus, Mickey Mouse. Heute geht es darum, dass die Celebration 2019 in Chicago sein wird. Nicht Anaheim, wie alle vermutet haben oder so. Es wird auch nicht über das Hotel und auch nicht über Disney selbst, sondern es bleibt äußerlich. In Chicago 2019 kommt die Celebration. Ich empfehle jeden Fan, The Star Wars Show mal reinzuschauen. Ist zwar brutal englisch. Und es gibt aber Informationen, die halt von Disney selbst bzw. Lucasfilm LTD an der Basis, wo alles hergestellt wird, ausgestrahlt und auch bei YouTube eingepflegt wird. So einer 30, 40, 55 plus versucht halt genau diese Genre bzw. diese Gesellschaft, diese Star Wars Enthusiasten, diese Star Wars Fans, die wirklich damit sich identifizieren, die auch ein Hobby haben, wie andere Eisenbahnen, so jeden Tag da an einem AT-AT oder an irgendetwas am Fallen sind von De Agostini, der das riesengroße Falkenteil da am Basteln sind und sich austauschen. An die ist an sich diese Sendung gerichtet. Einfach ist es nicht, euch warm zu machen, Lust darauf, Mann, das will ich sehen. Was soll man denn auch zeigen? Wir können, beziehungsweise die richtige Sendung, denn heute ist dieser Clip 6 Tage. 6 Tage noch? Und dann ist er. Und dann haben wir ihn. Und dann ist es. Und dann sieht man, hört man und dann weiß man, was wirklich abgegangen ist. So, jetzt in Cannes, gestern abgelaufen. Ah, herrlich. Und keiner wusste. Emilia Clarke wusste nicht, was Star Wars ist. Diesen ganzen Bimbaborium da, für sie war das nur ein Film und war total irritiert, was da abgegangen ist und wer wo was ist. Ich fand stark. Daisy Ridley genauso, musste selber zugeben, bin erst seit 8 Jahren Schauspielerin und das ist jetzt hier meine erste tragende Rolle. Wow, was ist da aus? Also, ich finde schon eine tolle Geschichte, wenn man das alles so sieht, dass die Schauspieler von heute null Plan haben. Ich meine, damals werden die auch keinen Plan gehabt haben, das hat auch Alec Guinness und auch der Darsteller von R2-D2 gesagt, der von 3DIPO hat es gesagt, Entschuldigung, R2-D2, der hat nie was gesagt, der fand es immer wunderlich, da durch die Gegend zu hoppeln, als R2-D2. So, also viele wussten nicht, worum es geht. Ich meine, bei dem Film jetzt Erwachen der Macht wurde uns klar gemacht, da ist was Neues erwacht. Im 8. Teil, der halt ist, wie er ist, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wurde aber auch gesagt, vergiss mal die Erste Ordnung, vergiss mal Snoke, vergiss die Rebellion, vergiss das alle mal. Wir machen neu. Komm zu mir, wir machen neu. Aussage Kylo Ren, David hat das gesagt. So, der Sohn von Leia und Han Solo, also heißt Leia an sich auch Leia Solo, wenn die verheiratet waren. Sind und nicht leer Organe, aber egal. All solche Sachen. Meiner einer stößt sich jetzt nicht an den ganzen Plots da und die ganzen Aussagen, die da getätigt wurden, wo kein Mensch wirklich weiß, ob das alles passt. Vieles passt da überhaupt nicht. Mir ist auch egal, ob irgendwas Kanon ist oder nicht oder irgendwie aus irgendeinem, keine Ahnung, gesogen, ausgedacht. Alles ist ausgedacht. Ganzes Star Wars ist ausgedacht. Man wollte was verkaufen, man hat es geschafft. Man hat ein Produkt verkauft, das jetzt 41 Jahre alt ist und sich jetzt erneuert. Han Solo, neuer Darsteller und so weiter. Auf einmal fangen die an, dass da plötzlich der Karis, ja, was soll das denn? Ich meine, es wurde gesagt, es gibt eine Trilogie, Han Solo kommt, etc. pp. Und mittlerweile ist auch Chewie im Fokus. Und das macht richtig Spaß, wenn man jetzt so Chewie sieht, der war ja nie so jetzt im Fokus, wie er jetzt im Fokus ist. An sich kriegt jetzt jeder mal so ein, ne? Und wenn man uns halt Chewbacca lässt, weil den kann man ja lassen, man sieht ja, jeden kann man reinstecken in das Fell. Sogar der Schauspieler, der das gemacht hat, steht neben dem Fell. Das Fell wird getragen durch irgendeinen Studenten oder so. Keine Ahnung, Komparserie. Konnte man ja in Cannes sehen, konnte man ja jetzt auf der Premiere sehen. So, Star Wars ist da, neu. Ich sag dazu Star Wars 2.0.
wie meine beiden es sehen werden, ja, Sushi und Marco, sobald die Sendung, also sobald wir Han Solo gesehen, wollen wir ja die Sendung starten und wir wollen dann, ab dann, haben wir ja viel Gesprächsstoff von 1 bis 8 und 2 Spins, Rogue One und Han Solo, und da haben wir eine Menge Sprachstoff. Und jeder sieht es anders und jeder hat irgendwie irgendwo, ich bin total und bleib auch neutral, für mich ist alles alles. Und alles ist meistens nichts, aber ist so. So, ich begrüße euch noch einmal total recht herzlich, ob ich jetzt gleich nochmal erscheinen werde, weiß ich nicht, weil ich warte auf Ware, die ich euch gerne vor laufender Kamera zeigen möchte, damit ihr seht, was alles für die Sendung eingekauft worden ist, wie Yoda zum Beispiel oder diese Figuren, auch Destiny-Figuren, damit man mal darüber sprechen kann. Ja, und wir werden auch Destiny mal untersuchen. Ach, wir werden das Ganze mal mit einem Auge 30, 40, 55 plus betrachten. Und dann werden wir zurückspringen. Dann sind wir selber mal wieder 8, 7 und 12. Oder auch 20, je nachdem. Und dann, ne, denn heute, deswegen ist dieser Videoclip auch entstanden, auch heute ist Episode 2, 16 Jahre alt. Episode 2 ist heute 16 Jahre alt. Heute lief er im Kino. Hier in Deutschland haben wir den im Mai, am 16. Mai vor 16 Jahren gesehen. So sieht's aus. 16 Jahre alt ist heute Episode 2. Deswegen musste das einfach mal gesagt werden. So, und jetzt geht der Shop wieder auf, die Menschen strömen rein und somit komme ich wohl zeitlich hin und an mal wieder an die Kamera, um über Star Wars zu sinnen, sich zu informieren. Heute wurde ich halt vollgemarkt mit The Star Wars Show, dass die Celebration in Chicago stattfindet. Und da habe ich gesagt, okay, da reagiere ich drauf. Also Celebration 2019 in Chicago, heute Episode 2 in den Kinos vor 16 Jahren. Ja, und nächste Woche, heute in 6 Tagen. Han Solo. Im Moment läuft in Deutschland nichts rund. Deswegen kommen heute mal schräge Töne über Star Wars. Hatte mir gerade Zeit genommen bei Facebook rauf und runter. Ja, wie gesagt, RP Online, das ist eine gewisse russische Zeitung, die dann auf, weil sie ja amerikafeindlich ist, sofort, ist dieser Film überhaupt fähig, ins Kino zu kommen, Han Solo, ja, hart. Also momentan, wie gesagt, ich mache mal so ein kritisches Video. Also die USA-Feindlichkeit und Deutsch-Feindlichkeit und was weiß ich nicht alles, sieht man ja täglich, Realität und nicht real, vermischen sich ein bisschen, besonders bei Star Wars. So, Han Solo hat natürlich recht, reinzukommen. Hallöchen! So, heute die kritischen Töne. Heute waren viele da, die sich für den Mittwoch 001 Minütchen fürs, die haben nachgefragt, sag ich, ja, 0001 Premiere, könnte rein morgens früh. Schaff ich wohl nicht, ich kann leider erst abends nach Feierabend. An alle, die sofort reingehen können in der Nacht, ich gratuliere euch jetzt schon mal im Vorfeld, dass ihr Han Solo sehen könnt. Also heute, wie gesagt, ein paar leise Töne, weil viele, also schon merkwürdig, dass da viele Fans fragen, wie Leia ist die Schwester von Luke und all solche Sachen. Einige haben heute gefragt, warum hat Luke Leia nicht ausgebildet und all solche Sachen. An sich müsste Leia Skywalker Organa oder jetzt Han Solo heißen, ist ja auch nicht darauf hingewiesen worden, sind die nur verheiratet oder waren die nicht verheiratet. Kinder kann man ja auch so kriegen, ja. General Han Solo und General Leia und was weiß ich nicht, alles, was da so alles so in den Dialogen, Monologen, Prologen da im Äther herumschwirrt. Ja, wie gesagt, ich habe heute mal ein Wahnsinns-Calling vollzogen, bedingt durch Cannes.
Ja, muss ich auch noch recherchieren, wie da der Film abgeschnitten hat, ob der da irgendeinen Preis gewonnen hat oder wie er da in Frankreich halt von diesen Kritikern. Also bei kritischen Argumenten, man hat da so eine Seite, wo Kritiker, also naja, RP, wie gesagt, ist USA-feindlich, das ist schon mal klar. Und in Amerika gibt es dann auch welche, die das unbedingt zerreißen müssen. So, als Involvierter, 30 Jahre und jetzt 11 Jahre Fan, so, oder Begleiter, Begeisterter von diesem Film, der halt das noch kennt, von 77, dass man sich ein Vier-Augen-Gespräch oder halt ein Gruppengespräch Spaß hatte, darüber, ey, hast du das gesehen, hast du das gemacht, wie der umgekippt ist und so, ne? Ja, das passiert ja heute alles gar nicht mehr. Heute heißt es nur, ist diese Figur wertvoll, kriege ich für diese Figur etwas. Also der Flair ist irgendwie weg, deswegen mache ich heute mal dieses Video. Das Video der leisen Töne. Wo ist der Star Wars Flair? Wo ist wirklich der Fan, der wirklich diesen Spaß hat, den wir hatten 1977 und dann darüber sprachen, wie halt die Kinder zwischen 7 und 10 spielten mit dem, was sie bekommen haben oder durch ihr eigenes Taschengeld gekauft haben. Und so einer ab 20 aufwärts, beruflich, wie gesagt, involviert, sah das ja eh alles anders, aber es machte viel Spaß, darüber zu sprechen. Ey, guck mal, was wir hier bekommen haben, guck mal, wie das aussieht. Ne? Da hatte sich keiner so einen Plan gemacht. Man hat alles bekommen, ja, Sprachdosen, Tassen, das Maul und was weiß ich nicht alles. So, damals war das kein Renner. Es wurde uns nicht aus der Hand gesogen, es stand nicht ständig einer von der Theke, wollte haben. Nee, da waren andere Sachen halt, die Renner, die da auch gekauft wurden. So, ich war ja, wie gesagt, bedingt durch meinen Beruf Filmfan. Also Filme von anderen sehen, dabei sein zu dürfen, denen auszuhelfen oder mitzuarbeiten für kleines Geld. Das hat Spaß gemacht, weil man dadurch sehr viele Menschen um sich herum hatte. Und man hat also auch gelernt, wie man richtig beleuchtet, wie man mit der Trick arbeitet, wie man die Technik, die Kamera und vor allem den Schnitt. So, das macht dann viel Spaß, wenn man dabei ist. Man sieht, na und nachher sieht man, wow, komm, pack mal das noch rein, pack mal das noch rein, nimm das wieder raus, das zerreißt das Ganze. Solche Art von Diskussionen haben Spaß gemacht. So, und heute sind die Diskussionen halt nur, ja, nein, oder wenn man einen Tippfehler macht, 2,5 einsetzt, ist man natürlich im Zeitsprung von 2,21. Statt im Jahr 2018, ist klar. Ist logisch, dass im Jahr, also alle drei Jahre, 1999 Teil 1, 2002 der nächste und 5 dann der nächste. So, das waren alles so Sachen, die dann passen, wenn man sie jetzt recallt. So. Ich muss mal wieder. Persönlich mache ich nur diese Sendung, persönlich halte ich mich raus, persönlich bin ich in meiner Welt und in meiner Welt ist es alles klar, da bin ich die Mickey Maus. Ja, mir gefällt alles, ist so, sage ich jetzt, weil ich neutral bin, weil mir Spaß macht. Wenn es mir nicht Spaß macht, bin ich ruhig, dann sage ich nichts, weil das bringt es nichts. Ich habe niemals über die Karawane gesprochen, der E-Box und so, weil, okay, sage ich nichts. So, aber wie gesagt, diese ganze Star Wars Verrücktheit und dieses ganze, also die Star Wars Verrückten sind hier über 20.000 hier bei Facebook. Und wenn ich da so raufgehe, wie die sich da hin und wieder mal zerreißen und sich unterwerfen, das darf nicht, dies darf nicht, jenes darf nicht. Ich sehe gerade, Klaus gehört auch zu den Verrückten, jedenfalls ist er auf dem Bild dort zu sehen. Klaus, alte Tegelei. Der ist, wie gesagt, auch bei den Verrückten. So, ist auch in Ordnung. Die Verrückten sind jetzt mittlerweile bei 26.280 Mitglieder. Das schaffen wir nicht, weil wir sind ja die Alten, 30, 40, 55 plus. Da sind gerade mal über 1000. Und ich versuche ja hier als Admin irgendwas Gutes zu machen. Wieder Leute auch Backstage zurück, back to the future, back to the roots, zurück zu den 70er, wo wir uns im Auge und so weiter unterhalten und auch wirklich und heute nutzen wir halt das Vier-Augen-Gespräch mit euch zusammen, mit dieser Kamera, die das dann aufzeichnet
und das dann in einem guten Schnitt, in einer guten Verpackung euch dann als Sendung dann auf den Weg gebracht wurde, wird. So, ich finde das sehr toll, warum wurde Luke eigentlich durch Lea trainiert? Ich finde das toll, wenn solche Sachen da passieren. Und wenn einer sagt, ich bin erst 99 geboren, dann muss man halt gnädig sein. Oder 2002 geboren, dann kann es schon mal sein, dass solche Fragen dargestellt werden. Ja. Ich meine, ist richtig was los hier so? Bundland, Bundesland, DFB. Das sind alles so die realen Klamotten, die hier einen doch erzürnen und sagen, warum gibt es Star Wars nicht live? Ne? Ist klar. Ja, wie gesagt, auf der einen Seite die Imperialisten, Neue Ordnung und das alles. Und ich hatte letztens auch gesagt, man muss genau zuhören, die Macht ist erwacht. Also da ist was am Schlafen gewesen und das ist dann erwacht. So, man reduziert es natürlich auf eine Person, auf die Rey, die da erwacht ist, aber nicht bewusst. Sie ist sich ihrer Sache nicht bewusst. Das wurde uns dann in E8 gezeigt, wie sie da so naiv da in diese Macht eintauchte da und richtig nass wieder zurückkam, so voll rein da, weil auf Achu, auf diesem weit, weit weg, wo er als Eremit lädt, als Hobbit, ja, ich meine, E8 ist ein bisschen Film, mehr wie Film, sollte man wirklich nicht ins reale Leben, man auch gar nicht drüber diskutieren, ob blaue Milch gezogen da von diesen Viechern seinen Fighter da ins Wasser verschwinden hat lassen, rumläuft, wie gesagt, wie so ein Hobbit, oder, das ist das Allerlustigste, mit einem verdammt langen Stab, man könnte jetzt nicht nachmessen, also bestimmt laut Kamerafahrt 100 Meter, ein Fisch, ja, erstens die Stange alleine wiegt, um die da einzuführen, einzutauchen und diesen Fisch zu fangen, und nachher das Hochziehen mit einem zappelnden Fisch hat man nicht gezeigt, aber naja. Wenn, dann doch direkt hinsetzen und mit der Macht einen Fisch fangen. So hätte es Yoda gemacht. Yoda hätte sich hingesetzt und hätte sich den Fisch so gefangen mit der Macht. Also, ich weiß, ich merke das also schon, dass bei S8 doch einige da den Flipper bekommen haben. Ungesehen reingeschoben, ist klar, ist klar. Das wird aber bei Han Solo nicht geschehen, das ist ziemlich okay alles. Weil wer sich noch auskennt mit Western, kommt gut klar und weiß, und wer Firefly zum Beispiel kennt, die Serie Serenity, auch als Film, der weiß dann halt, was ich meine. So, und wie gesagt, wir sind die normale Gruppe hier, über 1000, und sind nicht die Verrückten, die da, wie gesagt, Fragen stellen, ja, also... Oder andere Verrücktheiten, deswegen heißt es ja verrückt. Es gibt noch die Artwork-Verrückten. Wir haben nur 120 Leute, das sind Leute, die zeichnen und malen. Das sind Art-Künstler, die das da auf den Weg bringen. Und dann gibt es hier, wie gesagt, die echten Verrückten, die über, also fast schon 30.000 sind. Es geht jetzt nicht darum, hier diese Gruppe auch so stark aufzustellen. Ich bin ja froh, wenn, wie gesagt, 4 oder 5 sich dieses Video hier anschauen und mich verstehen. Ne? Also wie gesagt, so einfach ist es in der Realität. Ne? Wie gesagt, ich warte auf mein Darth Vader T-Shirt. Amazon behauptet oder DHL behauptet, man hätte es mir ausgeliefert, aber haben sie nicht, weil die Adresse fehlte. Dann habe ich die Adresse durchgegeben. Da sagte der, jo, haben wir zurückgeschickt, der soll das neu adressieren und ihn zukommen lassen. Ja, der Verkäufer schreibt dann, ja, wir lassen ihn dazukommen am 17. Heute ist der 17., aber schwamm drüber, keine Ahnung. Die Maske von Chewbacca, der Original-Replik, warte ich auch drauf. Sollte an sich heute auch, aber auch schwamm drüber. So, wie gesagt, wir haben heute 7 Tage vor Han Solo. So, und dann kommt die Sendung 7 Tage nach Han Solo und E8 und so weiter. So, und dann haben wir, wie gesagt, auch schon einige E9 Sachen, die natürlich als Gerüchte kursieren und so weiter und so fort. Da ich aber lese und nachlese und prüfe, komme ich dann meistens dahinter, naja, Spaß muss sein, so ungefähr.
Ich habe heute, wie gesagt, Zeit, ein bisschen die leisen Töne über E8, E9, Rook und Star Wars überhaupt. Rook hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen und ich muss immer 4 anschließend sehen. Das ist also ein Compendium. Das ist natürlich schade, wenn man dann aus dem 3D-Modus rausgerissen wird und dann in den 2D-Modus geht und dann das Alte auch sieht, die alten Schauspieler, auch die alte Qualität. Weil das, aber man wird dann wieder auf Central Fox mit diesem Tadam und das THX verwiesen und dann macht es schon wieder auch wieder Spaß. Man ist also immer in diesem Hype drin. Ja, es ist auf eine Art ist es gut, dass Disney es gekauft hat. Ja, ja doch. Weil jetzt ist man mittendrin. Man muss nicht mal 3 Jahre warten. Ja, 2005 war 2. Ja, vor 16 Jahren war 2. Und jetzt haben wir 8. Aber ruckzuck. Ja, wir müssen nicht mal 3 Jahre warten, dass was kommt. Stell dir mal vor, ihr habt 3 Jahre gewartet und dann wird euch E8 so geliefert wie E1 mit Jar Jar Binks. Ich glaube, das sprengt doch jeden Rahmen hier. Also ich bin froh, dass Disney hat. Ich bin froh, dass Disney das macht. Ich bin froh, dass es klappt. Und ich bin froh, dabei zu sein. Als Reseller und als Verkäufer kann ich sagen, nee, also hier sieht das nicht so, macht keinen Spaß. Man bringt sehr viel Geld mit. Das macht man als Einzelhändler nicht. Als Großhandel da, Vermarkter von Real und Co., die machen halt die Sammler froh. Ist auch in Ordnung. Mal eben für 3 Cent eine Figur einkaufen, das geht nicht. Ja, aber ist halt so. Also mir ist sehr viel aufgefallen. Da wird mir wird viel angeboten. Für einen 5er, sag ich mal, 5 Dollar. Und nachher bin ich bei 127 Dollar, weil diese 5 Dollar Figur, ja, wird zu 67 Dollar in Verpackung gebracht. Dann auf der Zoll dabei und alles. Ja, also ist schon eine tolle Geschichte, das Ganze. Wie der eine Kollege auch sagte da, sagt er, freu dich, wenn du die einkaufst für 3 Cent in Amerika, der Zoll öffnet und viel Spaß dann dabei. Richtig. Man kann auch bei Etsy kaufen, bei den Japanern, da kann es sein, dass die Ware gar nicht ankommt, da hat man viel Geld ausgegeben und die Ware kommt nicht, weil der Zoll es verweigert, in Deutschland einzuführen. Na? Und all solche Sachen. So, ihr merkt schon, das wird ein riesen Kompendium. Die Sendung wird also bestimmt durch sowas interessant, wirklich über das Ganze mal zu reden, in einem richtigen Gespräch mit richtigen Menschen, die halt auch für sich das Ganze beäugen und auch so betrachten und Vitrinen, wo was drin steht. Auch die Filme sich mehr als einmal anschauen und sich dann fragen, ups, was ist denn da passiert? Die 3D-Fans sind oder 2D-Fans sind oder halt nur Sci-Fi, nur Science-Fiction sagen, das gehört mit daran. Na? Star Trek, Star Wars, Firefly, Orion, UFO, Alarm 1, ne? Und, boah, ne? Ja, also was, also die also ihr Alter haben, zwischen 30, 40 und 55 plus. Ja, die also schon etwas länger das. Und halt wie Eisenbahnfans halt sich austauschen, tauschen wir uns hier bei Star Wars aus. Ne? Ja. So, und damit er nicht zu lange wird, hänge ich mal wieder ein, trinke mir lecker ein Käffchen, dann stimmt das. Ich freue mich schon auf die beiden und hier eine tolle Session zu machen und eine tolle, also eine schöne Sache. Also wie gesagt, ich hatte heute einige da, die sagten, ja, das sage ich natürlich. Heute in 7 Tagen ist es, dann könnt ihr da rein, ne? Um 0:01 und eine Minute. Ja, geht rein, macht die Mitternachtsvorstellung, da ist ja nicht so lang, ist ja nicht so ein überlänglicher Film da. Und wenn ihr es halt körperlich schafft, könnt ihr nachher arbeiten gehen. Ich könnte es nicht, weil klappt nicht. 3-4 Stunden Schlaf bei der Dienstleistung hier. Nö, auch wenn Pfingsten war, auch wenn Ferien sind. Ne? Nächste Woche sind ja wieder Ferien, Pfingstferien. Da liegt was, Irrläufer, hatte ich erzählt. Der andere Irrläufer von gestern, habe ich euch auch gezeigt. Der war natürlich schrottig. Passiert, ich reg mich nicht auf.
Wie gesagt, wir machen das Beste daraus, soll dann so eine Sendung werden. Ich zeige euch die gesamten Vorbereitungen zur Sendung. Was eingekauft wird, wieso, weshalb, warum. Und wenn Yayushi und Marco dann auch hier sind, einmal für den japanischen Bereich, einmal für den italienischen Bereich, meiner einmal für den deutschen Bereich, und wir dann versuchen zu sprechen zwischen 30, 40 und 55 plus Cosplayer und Star Wars Fans, Begeisterung und so. Ich hatte heute, wie gesagt, auch 30 plus, da habe ich ja vorhin schon gesagt, ja, in 7 Tagen ist es soweit. So, hier ist das Paket gekommen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was da drin ist, ob da Chewie drin ist oder das besagte T-Shirt, was ja seit dem 3. Mai auf dem Weg ist. Ich meine, Hammer. Ja, das geht überhaupt nicht auf. Ich meine, manchmal, nein, hier, das ist total zu. Ihr kennt ja Amazon-Dinger hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt, das hört sich jetzt aber nicht an wie das T-Shirt. Ich wollte es euch wenigstens zeigen. Für Dreharbeiten und so reicht das ja, was jetzt hier eingekauft wird. Und wir haben ja alle das gleiche Hobby. Und dieses Hobby, daran haben wir uns ja alle hier gewöhnt. Ja, wie ich sagte, also Wahnsinnsverpackung, jetzt ist klar. Jetzt hat sich der Kante, ach herrlich, ne? Bemüht, ist klar. Der hat jetzt hier einen Spezialkarton hier mit allem drum und dran. Es ist da, perfekt verpackt. Die anderen sahen ja so aus, als ob die schon mal benutzt worden sind. Also kein Scherz. Also das, was ich da bekommen habe, sah aus, als wären die von den Puppen genommen oder wären mal angezogen gewesen. Das hier ist jetzt komplett super verpackt, könnte ich jetzt hinhängen und könnte ich jetzt erstklassig verkaufen, was mit den anderen nicht ging. Wie gesagt, hatte ich euch aber auch schon gezeigt. Das Vader T-Shirt. Hammer. Ich freue mich schon drauf, wenn ich das heute Abend anziehe. Ich freue mich schon drauf auf die Fernseharbeiten mit dem Helm. Okay, den könnte ich jetzt zurückschicken, habt ihr ja recht. Ich habe ihn ja für 129,95 bekommen, wie alle anderen auch. Und jetzt kostet nur 99,38. Natürlich könnte ich jetzt zurückschicken, reinschreiben, habe ich billiger gesehen und dann wieder zurück. Aber dann würde die Sendung ein bisschen dauern, darauf wieder zu warten, weil so schnell kommt die Ware ja nicht. Ne? Hier, das sollte am 3. Mai erscheinen. Heute ist der 17. Mai und ist erschienen das Darth Vader T-Shirt. Das sieht verdammt gut aus. Sehr gute Qualität. Ich habe ja die anderen auch schon ausprobiert. Jetzt brauche ich halt nur noch ein 3DPO-Helm. Dann passt das dazu. Also es sollen ja so ein paar Sachen sein. Ihr sollt Spaß haben, diese Sendung zu schauen. Ihr sollt Spaß dran haben, irgendwie mitzumachen. Euch anzuregen ist nicht so einfach. Ich habe gerade mit sehr vielen gesprochen. Hier in Deutschland, Star Wars, das ist eine Lüge. Es sind nur ein paar. Ja, die dann auch in der Bundesrepublik verstreut. Die Bundesrepublik gibt es ja gar nicht mehr. Also in Deutschland verstreut. Ja. Einige haben das große Glück, in irgendeinem Nest Fanbrigade zu haben. Hier ist nichts, hier ist tote Hose. Ja? Ist halt so. So, wie gesagt, es ist da, es freut mich, dass es da ist. Hip hip hurra. Vorhin haben wir noch mit Amazon gesprochen. Amazon hatte extra angerufen. Was ist denn da los? Also, weiß ich auch nicht. Ja? Das sollte schon da sein. Und dann, das mag ich nun mal nicht, wenn da steht, dass wir die Ware schon längst erhalten hätten, am 3.4. Nö. Die habe ich jetzt gerade eben vor laufender Kamera am 17.7. Quatsch, am 17.5. ausgepackt. So, ja. Und zum ersten Mal so, ohne dass die schon offen war oder zerbröselt oder was weiß ich, oder T-Shirt hing schon halb raus. Bei R2D2 war das zum Beispiel. Ja, jetzt müsste man noch gucken, ob man dann vielleicht noch so ein T-Shirt findet, also in der Qualität, dass es auch dementsprechend aussieht. Werdet ihr ja sehen vor laufender Kamera. Dass man dann, wie gesagt, dann auch so aussieht, nur bei R2D2, den Riesenhelm, das sieht bescheuert. Der ist riesengroß. Der geht bis auf die Schulter. Finde ich ein bisschen albern. Aber 3DPO ist ein richtiger Helm. Das lasse ich mir noch gefallen. Und den anderen auch. Von Original. Chewbacca. So, und darauf warte ich natürlich noch. Das kann, also kann sein, dass während der laufenden Sendung dann schon vorgestellt wird oder ich so einen Clip noch mache, vielleicht ihn auch noch erhalte am 24. an dem Tag,
wo Han Solo ja in die Kinos kommt. Na, also, wie gesagt, es ist alles jetzt mittlerweile da. Hurra! Ja, ich will wieder weg. Hat wieder Spaß gemacht, hier vor laufender Kamera ein bisschen über Star Wars zu sprechen. Ist nicht so einfach, weil hier in Deutschland, deswegen gibt es ja keine Show. Es gibt keine Star Wars Show in Deutsch. Nichts, also das alles, was da gemarktet wird, das ist programmiert. Ich könnte jetzt auch sagen, wisst ihr was, ich besorge mir jetzt ein paar Leute, ich produziere das Ganze und mache Schotter damit. Ihr merkt schon, am liebsten würde ich es tun, aber Hobby soll Hobby bleiben.